Ja, ich grüße dich. Das hat nichts mit dem Sinn dahinter verstehen zu tun, sondern die Bibel ist da sehr, sehr explizit. Das habe ich in sehr vielen Videos hier auf dieser Plattform schon erklärt, aber ich mache das gerne nochmal. Der Messias ist Gott im Fleisch. Das wurde schon im Alten Testament prophezeit, dass Jahwe selber kommen wird, um den Menschen zu retten und sich kreuzigen zu lassen. Und der Herr Jesus Christus ist die zweite Person der Trinität. Und er war ontologisch bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur Gott. Ja? Er war im Wesen nur Gott und hat die Natur des Menschen hinzugenommen. Das heißt, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, das lesen wir in Philipper 2 zum Beispiel oder Johannes 1,14. Er hat die Natur des Menschen hinzugenommen. Das heißt, der Herr Jesus Christus ist gleichzeitig Gott, der aber gleichzeitig die Natur des Menschen hinzugenommen hat und somit beides ist. Jetzt noch. Und als Mensch war er selbstverständlich ein frommer Jude, denn er war ja sündlos und hat zu Gott gebetet. Und in dem Fall ist es der Vater. Er hat als Mensch zum Vater gebetet. Wo ist da das Problem? Da gibt es nicht großartig irgendwas zu verstehen. Das ist eine grundsätzliche, also ich meine, es gibt da keinen versteckten, tieferen Grund dahinter, ja? Sondern das ist ganz einfach der Grund. In Jeremia heißt es, dass Gott der Gott allen Fleisches ist. Also Jahwe ist der Gott allen Fleisches. Und da er hier auf Erden war, als Mensch, hat er Jahwe angebetet, und zwar in dem Fall den Vater. Das ist das ganze Geheimnis.